Heute zeigen wir euch 10 unglaubliche Autobahnmomente, die gefilmt wurden. Mit dabei sind der Albtraum aller Langsamfahrer, der Grund für Nebelfehlalarme und vieles mehr. Es wird mal so sehr kurios, deshalb bleibt unbedingt dran hier bei Wissenswert. Wir starten mit der Nummer 10 und einem Transport auf der A7 bei Hamburg, den man sicher nicht alle Tage sieht. Dass mal etwas nicht vollständig in den Kofferraum passt und deshalb hinten raushängt, kommt natürlich häufiger vor. Normalerweise sichert man dann die Fracht und fährt extra vorsichtig. Der Fahrer dieses Fahrzeugs hat jedoch einfach versucht, eine zig Meter hohe Palme in seinen winzigen Kofferraum zu stopfen, die weiter raushängt, als sein ganzes Auto überhaupt lang ist. So unglaublich dieser Autobahnmoment auch ist, die Ladung scheint immerhin zu halten. Weiter geht's mit der Nummer 9 und einem Moment, den ebenfalls die wenigsten von euch bisher auf der Autobahn erlebt haben dürften. Vielleicht kennt ihr die Situation, einen halboffenen Pferdetransporter vor euch auf der Straße zu sehen und Angst zu bekommen, dass die Tiere irgendwie herausspringen könnten. Vor 2 Jahren ist diese Vision auf der Autobahn 1 tatsächlich wahr geworden. Dort sprang nämlich wirklich ein Pferd bei voller Fahrt durch die Tür eines Anhängers und rannte dann über die Autobahn. Dieser gefährliche Moment ging jedoch dank eines geistesgegenwärtigen Fahrers auf der Straße glücklich aus. Dieser bremste sofort und sperrte die Autobahn dann mit den anderen hinteren Fahrzeugen gemeinsam ab. So konnte die Besitzerin ihr Pferd wieder einfangen und dann zu Fuß auf dem Strandstreifen zu einem Parkplatz in Sicherheit bringen. Außer einem 6 Kilometer langen Stau passierte glücklicherweise nichts, außer dass die Autobahn mit einigen Pferdeäpfeln verunreinigt wurde. Auf der Nummer 8 geht es weiter mit einer Sache, die tatsächlich jeden von euch schon mal auf der Autobahn genervt haben dürfte, nämlich lahme Autofahrer, die viel zu langsam auf der Überholspur unterwegs sind und dann unnötig den Verkehr aufhalten. Auch der Porsche-Fahrer Christian Zahner ärgerte sich vor ein paar Jahren darüber, dass ein Smart vor ihm ihn einfach nicht vorbeilassen wollte. Anstatt aber zu drängeln und so eine gefährliche Situation zu provozieren, kam der Autofahrer auf eine kuriose Idee. Und zwar bemerkte Christian Zahner, dass der Wagen vor ihm ein Firmenwagen mit aufgedruckter Telefonnummer war. Also rief er diese kurzerhand an und belehrte den Fahrer vor ihm am Telefon, dass die linke Spur nur zum Überholen da sei. Aber hört einfach selbst. Gerade vor mir. Du weißt schon, dass in Deutschland Rechtsfahrgebot ist. Die linke Spur ist zum Überholen da. Der Smartfahrer zeigte sich von diesem kreativen Einfall jedoch wenig begeistert. Und nachdem das Video viral ging und Christian Zahner sich für seinen rüden Ton entschuldigen wollte, ging dieser dann nicht mehr ans Handy. Wenn es eine Sache an deutschen Autobahnen gibt, für die wir weltweit beneidet werden, ist es der Fakt, dass es kein generelles Tempolimit gibt. Zumindest glaubten dies alle, bis dieser unglaubliche Autobahnmoment auf der Nummer 7 im letzten Jahr das Gegenteil bewies. Im Juli 2021 raste nämlich ein tschechischer Multimillionär mit unglaublichen 417 km/h in einem Bugatti Chiron über die A2. Obwohl hier kein Tempolimit galt, war diese Geschwindigkeit der Polizei dann aber doch zu hoch und daher leitete sie ein Verfahren wegen illegalen Straßenrennens ein. Ein Anwalt des ADAC klärte schließlich darüber auf, dass die Geschwindigkeit an sich auf einer Strecke ohne Tempolimit zwar nicht illegal sein, aber dass die Straßenverkehrsordnung vorschreibt, dass man nur so schnell fahren darf, dass man sein Fahrzeug ständig beherrscht. Ob dies bei über 400 km/h überhaupt möglich ist, ist natürlich zweifelhaft. Und so wird schließlich vor Gericht entschieden werden müssen, ob dieser unglaubliche Autobahnmoment illegal war oder nicht. Weiter geht's mit der Nummer 6 und dieser völlig kuriosen Sichtung, die ein Mann vor 10 Jahren von einer Autobahnbrücke ausmachte. Zunächst ist auf der fast leeren Straße nichts Ungewöhnliches zu sehen, bis man genauer hinschaut. Hier nähert sich nämlich tatsächlich ein älterer Herr in einem gemächlichen Tempo, und zwar auf einem Fahrrad. Seelenruhig steuert er seinen Drahtesel entlang der Leitplanke, als wenn es das Normalste der Welt wäre, mit dem Fahrrad auf der Autobahn zu fahren. Als der Radler schließlich den
den Filmer auf der Brücke entdeckt hatte, hat er eine Frage. Auch wenn ihr es durch den Lärm wahrscheinlich kaum verstehen konntet, ja, der Mann hat gerade tatsächlich "Ist das Autobahn hier?" gerufen. Denkt ihr, das Benutzen von Smartphones während der Fahrt wäre schon gefährlich? Auf der Nummer 5 befindet sich ein Autobahnmoment, der das Telefonieren im Auto geradezu lächerlich harmlos wirken lässt. Dieser LKW-Fahrer nimmt nämlich sein Smartphone in die Hand, um während voller Fahrt sein Führerhaus zu filmen. Und das ist längst noch nicht alles. Tatsächlich sieht man hierbei noch etwas viel Gefährlicheres. Der Fahrer kocht nämlich in seinem LKW gleichzeitig auch noch eine Gulaschsuppe neben sich auf einem Gaskocher. Bei dieser Gelegenheit wollen wir von euch mal wissen, was das Verrückteste ist, was ihr selber schon mal während einer Fahrt auf der Autobahn gesehen habt. Wir sind mal gespannt. Während man alte Traktoren wie diesen normalerweise nur mit 25 km/h über der Landstraße fahren sieht, hat der Oldtimer-Fan Rudolf Werner seinen Hanomag-Trecker nämlich extrem getuned. Und so rast der Hesse nun mit über 100 km/h über deutsche Autobahnen und überholt dabei mit seiner sportlichen Fahrweise Autofahrer, denen nach seiner Aussage regelmäßig die Kinnladen runterklappen. Andere lachen und winken dem 67-Jährigen zu oder fotografieren den einzigartigen Anblick auf der Autobahn. Werner hat seinen Hanomag übrigens nicht nur zur Rennmaschine umgebaut, um damit anzugeben. Tatsächlich besucht er gerne Oldtimer-Ausstellungen und es wäre ihm viel zu nervig, wenn er zu diesen mit der üblichen Schneckengeschwindigkeit eines 60 Jahre alten Traktors fahren müsste. Weiter geht's mit einem extrem nervenaufreibenden Autobahnmoment auf der Nummer 3, der vom User Joel gefilmt und bei dem YouTube-Kanal Fahrnünftig eingereicht wurde. Zu sehen ist eine Szene, die man eher aus Krimis kennt und die glücklicherweise die wenigsten schon einmal in echt erleben mussten. Die Situation, in die Joel hier reingeraten ist, war nämlich eine waschechte Verfolgungsjagd, bei der die Polizei einen Mann, der unter Einfluss von Substanzen stand, bei einer Kontrolle stoppen wollte. Der Mann raste danach mit bis zu 230 km/h davon und gefährdete so alle anderen Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn. Um ihn unschädlich zu machen, griff die Polizei zu einem Mittel, das sie in Deutschland nur im äußersten Notfall einsetzt. Und zwar zerschoss sie einen Reifen des fliehenden Mannes. So konnte er schließlich gestoppt werden und niemand kam zu Schaden. Nicht gefährlich, aber dafür umso kurioser ist der Autobahnmoment auf der Nummer 2, den ihr vielleicht auch kennt. Obwohl klare Sicht und gutes Wetter herrscht und außerdem nur wenige Autos unterwegs sind, zeigen Verkehrsleitsysteme immer wieder Nebelwarnungen an und drosseln die Geschwindigkeit auf 60 km/h runter. Das verursacht dann natürlich unnötige Staus und jeder fragt sich, was los ist. Ein Sprecher der Autobahndirektion Bayern klärte das Rätsel vor 4 Jahren schließlich auf. Die Ursache für die fehlerhaften Meldungen sind tatsächlich nämlich häufig Spinnen. Genauer gesagt, ihre Spinnenweben. Diese werden von den kleinen Tierchen nämlich gerne über Kameras gesponnen und verwirren so die Messtechnik. Obwohl immer wieder Mitarbeiter zur Beseitigung des Problems vorbeigeschickt werden, sind die Spinnen oft schneller und kaum, dass eine Kamera von den Weben befreit wurde, ist sie auch wieder zugesponnen. Kommen wir nun zur Nummer 1 und diesem kuriosen Autobahnmoment, der sich bei Frankfurt ereignete. Von weiter weg ist zunächst einmal nur ein Motorrollerfahrer zu sehen. Dieser fährt zwar auf dem Seitenstreifen, wirklich unglaublich ist das aber natürlich noch nicht. Erst als sich die Kamera dem Rollerfahrer nähert, begreift man, wie kurios die Situation eigentlich ist. Tatsächlich sitzt der Rollerfahrer nämlich nicht auf seinem Gefährt, sondern hängt vielmehr in einer völlig unnatürlichen Haltung auf seinem Roller, während er die Beine weit nach hinten streckt. Aus welchen Gründen der Rollerfahrer diese verrückte und gefährliche Sitzhaltung eingenommen hat, ist leider nicht bekannt. Positiv anzumerken ist jedoch, dass er immerhin einen Helm trägt. Sicherheit geht schließlich vor. Apropos Sicherheit, ihr habt doch mit Sicherheit schon unseren Kanal abonniert. Falls nicht, dann solltet ihr das unbedingt jetzt tun. Ach, und wenn ihr schon kurios fandet, was auf der deutschen Autobahn so abgeht, dann schaut euch doch mal unbedingt dieses Video über die gefährlichste Straße der Welt an und was dort alles so Verrücktes abgeht. We'll be right back.
Mhm.